Die Maske aus der Traumnovelle von Arthur Schnitzler aus dem Jahr 1925, gelesen von Ralf Weber. Durch die finsteren, menschenleeren Gassen eilte er nach Hause und wenige Minuten später, nachdem er, wie 24 Stunden vorher, schon in seinem Ordinationszimmer sich entkleidet hatte, so leise als möglich betrat er das eheliche Schlafgemach. Er hörte den gleichmäßig ruhigen Atem Albertinens und sah die Umrisse ihres Kopfes sich auf dem weichen Polster abzeichnen. Ein Gefühl von Zärtlichkeit, ja von Geborgenheit, wie er es nicht erwartet, durchdrang sein Herz. Und er nahm sich vor, ihr bald, vielleicht morgen schon, die Geschichte der vergangenen Nacht zu erzählen, doch so, als wäre alles, was er erlebt, ein Traum gewesen. Und dann, erst wenn sie die ganze Nichtigkeit seiner Abenteuer gefühlt und erkannt hatte, wollte er ihr gestehen, dass sie Wirklichkeit gewesen waren. Wirklichkeit? Fragte er sich und gewahrte in diesem Augenblick ganz nahe dem Antlitz Albertinens, auf dem benachbarten, auf seinem Polster etwas Dunkles, Abgegrenztes, wie die umschatteten Linien eines menschlichen Gesichts. Einen Moment nur stand ihm das Herz still, im nächsten schon wusste er, woran er war, griff nach dem Polster hin und hielt die Maske in der Hand, die er während der vorigen Nacht getragen, die ihm, während er heute Morgen das Paket zusammengerollt, ohne dass er es bemerkt, entglitten und von dem Stubenmädchen oder Albertine selbst gefunden sein mochte. So konnte er auch nicht daran zweifeln, dass Albertine nach diesem Fund mancherlei ahnte und vermutlich noch mehr und noch Schlimmeres, als sich tatsächlich ereignet hatte. Doch die Art, wie sie ihm das zu verstehen gab, ihr Einfall, die dunkle Larve neben sich auf das Polster hinzulegen, als hätte sie nun sein, des Gatten, ihr rätselhaft gewordenes Antlitz zu bedeuten, diese scherzhafte, fast übermütige Art, in der zugleich eine milde Warnung und die Bereitwilligkeit des Verzeihens ausgedrückt schien, gab Fridolin die sichere Hoffnung, dass sie, wohl in Erinnerung ihres eigenen Traums, was auch geschehen sein mochte, geneigt war, es nicht allzu schwer zu nehmen. Fridolin aber, mit einem Mal am Ende seiner Kräfte, ließ die Maske zu Boden gleiten, schluchzte sich selbst ganz unerwartet, laut und schmerzlich auf, sank neben dem Bette nieder und weinte leise in die Kissen hinein. Nach wenigen Sekunden fühlte er eine weiche Hand über seine Haare streichen. Da erhob er sein Haupt und aus der Tiefe seines Herzens entrang sich's ihm: »Ich will dir alles erzählen.« Sie hob zuerst wie in leiser Abwehr die Hand, erfasste sie, behielt sie in der seinen, sah wie fragend und zugleich bittend zu ihr auf, sie nickte ihm zu und er begann. Der Morgen dämmerte grau durch die Vorhänge, als Fridolin zu Ende war. Nicht ein einziges Mal hatte ihn Albertine mit einer neugierigen und oder ungeduldigen Frage unterbrochen. Sie fühlte wohl, dass er nichts zu verschweigen wollte und konnte. Ruhig lag sie da, die Arme im Nacken verschlungen, und schwieg noch lange, als Fridolin schon längst geendet hatte. Endlich, er lag an ihrer Seite hingestreckt, beugte er sich über sie und in ihr regloses Antlitz mit den großen hellen Augen, in denen jetzt auch der Morgen aufzugehen schien, fragte er zweifelnd und hoffnungsvoll zugleich: »Was sollen wir tun, Albertine?« Sie lächelte und nach kurzen Zögern erwiderte sie: »Dem Schicksal dankbar sein, glaube ich, dass wir aus allen Abenteuern heil davongekommen sind, aus den wirklichen und aus den geträumten.« »Weißt du das auch ganz gewiss?« fragte er. »So gewiss, als ich ahne, dass die Wirklichkeit einer Nacht,
Ja, dass nicht einmal die eines ganzen Menschenlebens zugleich auch seine innerste Wahrheit bedeutet. Und kein Traum, seufzte er leise, ist völlig Traum. Sie nahm seinen Kopf in beide Hände und bettete ihn innig an ihre Brust. Nun sind wir wohl erwacht, sagte sie, für lange. Für immer, wollte er hinzufügen, aber noch ehe er die Worte ausgesprochen, legte sie ihm einen Finger auf die Lippen und, wie vor sich hin, flüsterte sie: Niemals in die Zukunft fragen. So lagen sie beide schweigend, beide wohl auch ein wenig schlummernd und einander traumlos nah, bis es wie jeden Morgen um 7 Uhr an die Zimmertür klopfte und mit den gewohnten Geräuschen von der Straße her einen sieghaften Lichtstrahl durch den Vorhang spalt, dein hellen Kinderlachen von nebenan der neue Tag begann.